Je nach Abteilung ist ein Krankenhaus nicht immer der hoffnungsvollste Ort und entsprechend vermutet man nicht sofort dort große Liebesgeschichten. Bei drei Schritte zu dir geht man aber eben genau diesen Weg, eine Geschichte zwischen zwei Jugendlichen zu erzählen, die es gerade wirklich nicht leicht haben. Damit ihr einen klitzekleinen Eindruck von diesem Film bekommt, habe ich für euch vor der Review hier den Trailer. Ich wollte mich eigentlich nur vorstellen. Ich bin Will Newman. Ihr müsst 4 Schritte Abstand halten. Ihr kennt die Regeln. Lass mich raten. Du gehörst zu den Leuten, die die Regeln ignorieren, weil sie denken, so hätten sie die Kontrolle. Habe ich recht? Du hast nicht Unrecht. Findest du das nett? Findest du das nett? There's no room in war for feelings. Hallo Welt. Meine Lungenfunktion ist bei etwa 50%. Ich muss in der Nähe von anderen ZF-Patienten extrem aufpassen. 4 Schritte Abstand, weil wir uns sonst die Bakterien des anderen einfangen. Nichts und niemand rettet uns das Leben. Jeder Atemzug ist ein Geschenk. Nein, ich weigere mich, das zu glauben. Kann ich deinen Therapieplan sehen? Ist das was? Du machst mich wahnsinnig. Baby, it hits so hard. Wir machen unsere Übungen zusammen. Nur so kann ich sicher sein, dass du sie auch machst. Baby, you left your mark. Das ist doch nur ein Vorwand, um mehr Zeit mit mir zu verbringen, oder Stella? Na toll, da bist du mal an einem Typen interessiert und dann hat er ausgerechnet ZF. Ist schön, dich so zu sehen. Wie denn? Hoffnungsvoll. Warum habe ich nichts Schönes eingepackt? Weil man im Krankenhaus selten mit einer heißen Romanze rechnet. For you. Gott, du bist wunderschön und mutig. Ich würde dich so gern berühren. Halte Abstand. 4 Schritte Abstand, schon klar. Wenn du dich damit ansteckst, kannst du alle Hoffnung auf eine neue Lunge aufgeben. Bei uns ist das anders. Wir können solche Risiken nicht eingehen. Ich habe mein ganzes Leben nach meinen Behandlungen ausgerichtet. Anstatt meine Behandlungen nach meinem Leben. Ich möchte leben. Alles, was ich will, ist bei dir sein. Aber es geht nicht. Nach allem, was ZF mir gestohlen hat, habe ich keine Skrupel mehr, ein bisschen was zurückzustellen. Einen Schritt. Einen beschissenen Schritt. I'll fight for you. Im Film sind unsere beiden Hauptdarsteller an Mukoviszidose erkrankt und eben all das, was diese Krankheit ausmacht, schneidet der Film so ein bisschen an und zeigt eben auch, wie ist die Behandlung, was machen die Patienten dort letztlich durch, jetzt ohne aber total ins Detail zu gehen. Und am Anfang gibt es eben so eine durchaus allgemeine Erläuterung und eben durch den weiteren Verlauf bekommen wir einzelne Details noch mit. Das finde ich wirklich geschickt gelöst, denn niemand braucht dort jetzt einen großen Doktorandenvortrag. Dennoch ist es eben eine Krankheit, die jetzt eben nicht jedem völlig geläufig sein wird. Und so gibt es hier nochmal einen Fokus auf ein Krankheitsbild, was eben nicht jeder kennt und umso interessanter ist, was dort draußen eben auch junge Menschen vor allen Dingen durchmachen müssen. Und ich mag aber allgemein die ganze Art und Weise, wie man dieses Thema anpackt, denn man schaut auf jeden Fall genau hin. Es gibt ein paar Sequenzen, da merkt man schon, okay, es ist eben kein Ort jetzt im Krankenhaus, bei dem man sagt, das ist alles total fröhlich hier und alle werden auch ganz flott gesund. Also da drückt der Film schon wirklich auch auf einen sehr, sehr wunden Punkt, ohne dabei aber den Hoffnungsschimmer irgendwie aus den Augen zu lassen und gleichzeitig eben auch zu präsentieren, was es für kleine, wunderschöne Momente ja dennoch gibt, denn am Ende findet hier auch ein alltägliches Leben statt. Und ich muss sagen, da bin ich wirklich begeistert von gewesen, wie der Film schafft, diese Balance zu halten und allem gerecht zu werden und gleichzeitig auch noch eine glaubwürdige Liebesgeschichte hier zu implementieren, die jetzt eben nicht einfach von jetzt auf gleich passiert, sondern man gibt dem Film und vor allen Dingen Protagonisten durchaus Zeit, sich zu entwickeln. Und da bin ich wirklich überzeugt von, dass das auf diese Art und Weise nicht jeder Film so gut hinbekommt. Ich wollte mich eigentlich nur vorstellen.
Ich bin Will Newman. Und das liegt auch natürlich an unseren Hauptdarstellern. Und hier haben wir eben einmal Hayley Lou Richardson in der weiblichen Hauptrolle, die bislang jetzt gar nicht in so unfassbar vielen Filmen oder großen Projekten schon gesehen wurde, sodass man hier schon eher von Neuentdeckung speziell in Sachen Hauptrolle sprechen kann. Und eben der männliche Gegenpart gespielt von Cole Sprouse, der wiederum einigen geläufig sein wird durch die Serie Riverdale. Und umgekehrt auch, nicht nur umgekehrt, sondern einfach rückblickend auch früher bei Hannah Montana eine Rolle gespielt hat. Ist mittlerweile etwas älter geworden und hier merkt man auch, dass der Mann ein bisschen Erfahrung mitbringt, denn gerade ihm ist es zu verdanken, dass so von dieser typischen, ja, ich bin erstmal ein Arschloch und wandel mich Geschichte, dass man hier das wirklich alles irgendwie abkauft, dass man es glaubt und dass man eben nicht das Gefühl hat, ja okay, es ist jetzt durchaus konventionell, aber irgendwie schafft er es, eine eigene Note reinzulegen. Und auch da kann ich nur sagen, Daumen hoch. Ist das was? Du machst mich wahnsinnig. Baby, it hits so hard. Wir machen unsere Übungen zusammen. Nur so kann ich sicher sein, dass du sie auch machst. Baby, you left your mark. Das ist doch nur ein Vorwand, um mehr Zeit mit mir zu verbringen, oder Stella? Allgemein mag ich auf jeden Fall die Wege, die Regisseur Justin Baldoni geht. Und hier merkt man es, finde ich, auch sehr, sehr deutlich, dass er selber mit 35 Jahren jetzt noch nicht irgendwie ganz weit weg von der jungen Generation ist. Es werden also Dinge wie Social Media, die Handynutzung, die Art und Weise, wie miteinander kommuniziert wird und was scheinbar eben für diese Generation wichtig ist, auf eine sehr authentische Art und Weise gezeigt. Und gleichzeitig mag ich eben auch so ganz bestimmte Momente, selbst wenn es, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, auch in den möglichen romantischen Momenten immer wieder dann deutlich wird, ah fuck, diese Körper dieser jungen Menschen haben schon wirklich viel mitgemacht. Und da gab es einen Moment bei mir im Kino, bei dem ich wirklich emotional sehr, sehr hart getroffen wurde. Und eben auch das Thema, wie steht man eigentlich zu seinem Körper? Was definiert Schönheit? Und wie ist man eigentlich selber durch gezeichnete Narben mit sich selbst im Reinen oder eben vor allen Dingen nicht? Wie kann man sich selber noch irgendwie attraktiv und schön finden? Und das auch noch in dem jungen Alter. Da habe ich durch meine eigene Geschichte, Krankheitsgeschichte, auf jeden Fall nochmal auch einen sehr, sehr deutlichen Draht gehabt, sodass ich hier vielleicht noch deutlich emotionaler reagiert habe. Aber gerade das sind für mich wirklich Stärken des Films, der immer wieder genau hinsieht und eben nicht wegschaut. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Was den Film dann nicht zu einem völlig unkonventionellen und überragenden Film macht, ist, dass er dann hinten raus doch wirklich einige etwas konventionellere Wege geht, dass man jetzt eben danach nicht sagt, so okay, so eine Art von Film habe ich noch nie gesehen, sondern es ist eben in die Richtung, die natürlich auch einschickt, das Schicksal ist ein mieser Verräter, Club der Roten Bänder und eben andere vergleichbare Titel oder Geschichten. Da ist jetzt nicht total viel Neues rauszuholen und so kann man sich eben auch den Verlauf durchaus irgendwie vorstellen. Und es gibt dann eben auch ein paar kitschige Momente, die vielleicht ein bisschen zu viel Zucker dann nochmal irgendwie in den ganzen Pott kippen, was nicht nötig gewesen wäre. Auf der anderen Seite, gerade wenn man eine jüngere Zielgruppe erreichen möchte, und die vielleicht auch noch nicht so viele Filme in dieser Art und Weise gesehen haben, verstehe ich die Entscheidungen, auch wenn ich sie nicht alle jetzt komplett gutheißen muss. Alles in allem haben wir hier aber wirklich einen authentischen und vor allen Dingen ernst gemeinten Film, der eben auch seine Figuren sehr, sehr ernst nimmt. Und das, finde ich, ist das Allerwichtigste, dass man den echten Eindruck hat, hier stehen zwei junge Menschen voreinander, die eben gerade durch eine Krankheit getrennt werden, aber gleichzeitig verbunden werden und eben so mit Höhen und Tiefen auf eine andere Art und Weise teilen können, als es eben andere Menschen in der Lage sind. Und diese grundsätzliche Botschaft auch hinten raus, gerade wie gesagt in die Richtung jüngere Zielgruppe, kann ich nur gutheißen und gibt deswegen auf jeden Fall starke 7 von 10 Punkte für 3 Schritte zu dir. Da war auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Luft nach oben, aber der Film macht für mich eben auch schon einige Sachen wirklich richtig. Allen voran tolle schauspielerische Leistung von diesen beiden. Das habe ich jetzt gerade eben tatsächlich nur so ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Die beiden machen ihre Sache wirklich richtig gut und tragen eben diesen Film und sorgen dafür, dass wir bei den Charakteren bleiben. Das ist eben wirklich das Allerwichtigste. Was sagt ihr? Mögt ihr solche Geschichten? Oder sagt ihr, boah, wenn ich schon nichts mit Krankheiten zu tun habe, muss ich mich damit nicht im Kino auseinandersetzen? Gleichzeitig, wenn ich selber privat im Umfeld so etwas habe, brauche ich es nicht? Oder sagt ihr, naja, genau deswegen schaue ich sie gerne, weil es eine andere Art und Weise des Hoffnungsschimmer gibt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt, was es dazu zu sagen gibt. Andere beiden Videos habe ich euch schon verlinkt. Schaut da gerne rein und dann sehen wir uns bald wieder hier in der Filmlounge. In diesem Sinne macht es gut und adieu.